Die Kabine 307 auf der MS Nord Norge ist eine der günstigeren Kabinen, die ihr gerne bei mir buchen könnt. Die Kabine 307 auf der MS Nord Norge auf Deck 3 befindet sich vor allen Dingen ziemlich weit vorne an Backbord. Das kann bei Schaukeln nicht so schön sein. Ansonsten ist es hier wunderbar, viel Platz, ein schönes Doppelbett, sogar ein Sofa mit dazu. Dafür aber kein Schreibtisch, sondern ein kleiner Tisch für Ablagen. Fernseher, sehr schön. Der wichtigste Kanal ist ja die Bugkamera, Tag und Nacht bei mir. Und dann ist das eine Kabine mit eingeschränkter Sicht. Und zwar deshalb, weil man hier Bullaugen hat. Oh, ich liebe Bullaugen. Aber es ist ein Bullaugenkanal, weil wir so weit vorne sind. Das heißt, wenn man dann im Bett liegt, sag ich mal, und so guckt, da kann man nicht rausgucken, dass die Sicht eingeschränkt. Aber Hauptsache, man kann sehen, wie das Wetter ist, ne? Ob Regen oder nicht. Ansonsten halt aufstehen oder Bugkamera anschauen. Ach so, und hier haben wir doch mal die Schrankflächen. Oben unten, Föhn ist drin, da ist was zum Hängen mit ein paar Bügeln, hier Rotikutenbügeln, ich hoffe, die vermehren sich. So, und dann haben wir das Badezimmer mit Fußbodenheizung, ganz normal hier. Und dazu wird das gute Arctic Puree Handwash und auch Shampoo und Bodywash, Shampoo, Conditioner gestellt. Top! Kabine 307, MS Nord Norge. Könnt ihr bei mir buchen? Jederzeit gerne. Ansonsten gebe ich euch auch weitere Expertentipps zu allen möglichen anderen Kabinen auf dem Schiff und allen anderen Hurtigruten und HX-Schiffen. Mit Hurtigruten seit 2002 und das hier war mein erstes Schiff 2002 und zwar für viele, viele Jahre lang in der Antarktis. Andere Geschichte.